Weiter geht es mit einer weiteren Folge Parking Tycoon Business Simulator. Wir spielen weiter das DLC Seaside Business. Wir sind hier fleißig dabei, unser Parkplatzgeschäft weiter hochzuziehen. Wir haben in der letzten Folge ja weitere Parkplätze markiert. Die neue Parkfläche wird auch wunderbar genutzt. Kann ich aber auch verstehen, wenn ich die Auswahl hätte zwischen hier parken, Geld sparen und da drüben parken, Geld verlieren, würde ich mich auch mehr für diesen Parkplatz hier entscheiden. Aber wir rüsten diesen Parkplatz ja hier auch weiter auf, dass es preislich ziemlich identisch wird mit dem hier. Genau so ist es. Ja, wir werden also in dieser Folge hier weiter diesen Parkplatz hier ausbauen, verzieren, verschönern, vielleicht auch den Boden asphaltieren. Mein Wunsch wäre ja immer noch, das Büro da vorne auszubauen. Aber dafür brauchen wir halt eine unglaubliche große Stange Geld. Ja, müssen wir erstmal natürlich zusammensparen. Wir haben in der letzten Folge noch ein paar Sachen bestellt gehabt und wir werden jetzt erstmal diese Sachen, die wir bestellt haben, hier am Gebäude anbringen. Ja, das sind noch weitere Lampen. Ich hatte da 3 Stück noch bestellt. Ich glaube, mehr wie 3 brauchen wir hier auch nicht mehr. Genau, dann haben wir hier die 3 Lampen platziert. Dann ist das Gebäude rundherum schon mal hell erleuchtet. Das sieht doch schon mal ganz schön aus. Abgesehen vom Gebäude, aber die Lampen sind schön. Und genau, da machen wir hier mit dem Ausbau von dem Parkplatz noch weiter. Ich hatte hier noch weitere Objekte im Inventar drin. Genau diese Parkplatzbegrenzung, die werden wir jetzt auch einfach mal hier auf dem Parkplatz platzieren. Dann sind die Parkplätze gleich ein bisschen teurer. Wir verdienen hier ein bisschen mehr Geld und bekommen halt schneller Geld rein. Und ja, dann können wir dieses Geld gleich weiter investieren. Wir hatten ja auch in der letzten Folge hier schon die Lampen gesetzt. Wir haben auch da vorne schon die Lampe gesetzt. Somit können wir gerade keine weiteren Straßenlampen setzen dieser Art. Ja, wir haben die hier auf dem Gebiet komplett verteilt. Was wir aber noch machen können auf jeden Fall, was ich auch gerne machen würde, wäre da hinten den Zaun vollenden bzw. weiterbauen bis hier vorne zur Hütte hin. Aber dafür brauchen wir auch einiges an Geld. Ja, also wir brauchen jetzt hier erstmal nochmal von diesem Parkplatz Limitierung. Ein Teil, glaube ich. Aber ich hatte da noch, ich habe sogar noch 2 auf Lager. Cool. Dann nehme ich jetzt das eine mal mit. Dann haben wir das soweit da hinten schon mal vollendet. Und in der Zeit, wo ich das aufbaue, kassiert hier der Pförtner fleißig die Leute ab und sammelt Geld für uns, dass wir dann hier gleich weiter ausbauen können. Ja, wir haben ja auch die Dächer freigeschaltet. Und seit der letzten Folge sind wir auch Reputationsstufe 4. Und das heißt, wir sollten dann vielleicht auch bald mal anfangen, hier vorne vielleicht ein paar Dächer zu setzen, dass wir da ein bisschen mehr Geld reinbekommen. Vielleicht auch hier schon mal. Es gibt so viel, was wir tun könnten. Und das Beste wäre, wir würden alles auf einmal machen. Aber wir haben halt nicht genug Kleingeld dafür. So. Weil ich jetzt hier gerade Müll sehe, würde ich sagen, wir sammeln jetzt erstmal wieder Müll ein, damit die Reputationsstufe wieder ein bisschen steigt. Wobei es halt auf dem Stand, wo wir aktuell sind, komplett egal wäre, ob wir den Müll sammeln oder nicht. Ja, es ist komplett egal. Sobald wir den entfernen, kriegen wir die Punkte wieder draufgerechnet. Also alles ist gut, können wir ruhig lange liegen lassen. Aber es sieht halt irgendwie ein bisschen schäbig aus fürs Auge, wenn hier überall Müll rumfliegt. Wenn man aussteigt und fliegt erstmal über eine Glasflasche drüber. Ist nicht so hübsch. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, 2428 Geld haben wir jetzt. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt noch ganz kurz warten, bis hier 3000 zusammengespart wurde, weil dann können wir hier den Asphaltboden reinbauen. Und das tut auch den Wert des Parkplatzes nochmal enorm. Ah nein, es ist sogar hier mehr. Okay, bei dem ersten Parkplatz war es 3000, hier sind es 4500, dann ist es wahrscheinlich dann hier bei 6000 oder so bei Parkplatz 3 dann. In der Hightech-Area. Das klingt sehr spannend und interessant. Da freue ich mich drauf. Genau. Und dieser Board-Store, der kostet auch 5000. Ja, das wäre auch schön. Aber ich würde natürlich gerne auch hier erstmal ausbauen. Aber andererseits, wenn man dann 4500 zusammenspart, könnte man sich auch fast den Board-Store kaufen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Wir haben jetzt 3000 zusammen. Ich würde ja gerne mal davon eine Lampe bestellen und gucken, wo wir die anbauen können. Einfach rein aus Prinzip bestellen wir davon mal eine. Die kostet zwar ziemlich viel, aber machen wir einfach mal. Och nö. Ach nein. Och nö. Jetzt heißt es wieder Auto suchen. Aber das Gute ist, wir haben Nacht. Vielleicht sehe ich das Auto. Vielleicht sehe ich ja das Licht leuchten. Da drüben leuchtet irgendwas. Da ist der Opa. Da ist er. Hey, get the hell out of here. Ich weiß nicht, geht es euch auch so in den Videos? Aber ich weiß nicht, ob das in den Videos so gut rüberkommt mit dem Ton, dass man orten kann, wo der herkommt. Du stehst einfach so mitten auf dem Parkplatz und es hört sich an, als stehst du genau da drauf, wo der Ton herkommt. Oder guckst genau die Richtung, wo der Ton herkommt und das stimmt einfach nicht.
Es ist so schwierig zu orten. Jawohl. Schön getroffen. Ja, 3000 Geld. Was machen wir damit? Wir könnten jetzt auch schon hier Level 2 Dächer kaufen. Da würden wir 6 pro Stunde mehr verdienen. Das ist eine ordentliche Summe Geld. Das wären wieder die Luxusdächer. Wir hätten auch hier jetzt schon den anderen Zaun zur Verfügung. Ich wollte ja den Zaun noch weiter ausbauen. Oh, wir haben 4.300 Geld. 4.428. Ich werde jetzt erstmal hier Asphaltboden. Sagen wir es so, wir machen erstmal den Parkplatz fertig. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir den Boardstore kaufen. Und danach vielleicht dann hier das Büro mal ausbauen. Oder so in der Art. Na komm, jetzt, es fehlt noch ein Autofahrer. Einer. Okay, er macht schon mal die Schranke auf. Da kommt also jemand angefahren. Da drüben fahren auch zwei. Hier fährt noch jemand. Okay, der packt aber ein. Aber da kommen noch zwei. Wie gesagt, wenn wir den Boden asphaltiert haben, verdienen wir auch wieder mehr Geld. Dann ist der Parkplatz gleich wieder mehr wert. So. Haben wir so mitgetan. Haben wir noch 232 übrig. Reicht gerade noch so, um den Kollegen hier zu bezahlen, falls er irgendwie weggehen möchte oder ein anderer kommen möchte. Das ist super. Jetzt gucken wir hier gerade mal nach. Also hier da ist jetzt asphaltiert und jetzt kosten hier die Parkplätze auf den billigen Plätzen 19,60 und okay, nee, das sind die billigen Plätze hier. Hier kostet jetzt 19,20, glaube ich, wurde angezeigt. Ich gleich nochmal nachschauen. Wird gerade irgendwie nicht mehr. Jetzt ist wieder angezeigt. Hier 19,20 pro Stunde und hier 19,60. Alles klar. Wunderbar. Wunderbar. Wie viel kostet nochmal so eine Level 2 Überdachung? 1000. Puh. Das ist ultra viel Geld. Wobei es sich eigentlich kaum lohnt, wenn man mal ehrlich ist, jetzt hier Level 2 Dächer hinzusetzen. Das hatte ich ja auch in der Stadt so gemacht. Aber ja, bei der Reputation 5 sind wir sowieso bei der höchsten Stufe. Dann könnte man auch gleich die höchste Stufe hier verbauen. In der Stadt hatte ich es ja dann so gemacht, ich habe erstmal einen Parkplatz mit dem schwächsten Dach ausgerüstet quasi, dann den nächsten Parkplatz, beziehungsweise dann die Dächer mit dem, oder beziehungsweise den Parkplatz mit den schwächsten Dächern, habe ich dann wieder alle Dächer entfernt, habe dann die mittlere Stufe, also Level 2 aufgestellt und habe die schwächsten Dächer dann auf den nächsten Parkplatz. Ja, als dann die nächste Ausbaustufe bereit war, habe ich dann wieder alles entfernt, stärkstes hin, Level 2, nächster Parkplatz Level 1 und dann irgendwann Level 2 noch ausgetauscht, dann irgendwann Level, beziehungsweise hier dann ausgetauscht und dann hier beim nächsten Parkplatz noch ausgetauscht, die modernsten hin. Aber ich möchte mir eigentlich fast diese Arbeit sparen, hier doppelt und dreifach Dächer zu legen. Aber fürs Geld wäre es nicht schlecht. Also Level 1 werden wir uns auf jeden Fall sparen, die Dächer werden wir uns nicht kaufen. Da sehe ich keinen Sinn drin. Ja, also jetzt, das werden wir uns nicht kaufen, wenn dann die. Wenn dann die und dann das. So, ich sehe gerade, wir können uns ein bisschen was leisten. Machen wir das doch gerade mal. Ich habe jetzt auch schon die bessere Zaunstufe bestellt. Das passt zwar dann hier wieder optisch überhaupt nicht zusammen. Da kommen wir zum gleichen Thema. Ich könnte auch warten, bis wir dann Level 5 sind oder so, dass wir den stärksten Zaun kaufen. Kriegen wir den ab Level 5 oder wann kriegen wir den? Security Level 6. Okay. Ab Level 5 kriegen wir auch die automatische Schranke. Dann brauchen wir keinen Angestellten mehr dafür. Sparen wir wieder ein bisschen Geld. Unsere Lieferung ist da. So, da haben wir einmal die Lampe, mit der ich eigentlich nur Experimente machen möchte. Ich weiß nicht genau, ob ich die hier irgendwo unterbringen kann. Vielleicht auch nicht, vielleicht schon. Werden wir gleich sehen. Ich würde jetzt die einfach mal auspacken, gucken, ob da irgendwas markiert ist. Es hätte ja sein können, dass man die irgendwie seitlich hier an die Straßenlampen dran setzen kann. Aber es sieht jetzt so auf den ersten Blick nicht so aus. Nee, da sehe ich jetzt keinen Platz, wo wir die anbringen können. In der Stadt war es ja so, dass wir diese Lampen an diese Parkhaussäulen anbringen konnten. Aber das ist hier anscheinend nicht möglich, weil wir haben ja diese Säulen gar nicht. Na dann. Gut, ich wollte jetzt auch eigentlich nicht an den Computer gehen, sondern ich wollte jetzt eigentlich hier an das Lagerregal. Dann wollte ich die Lampe einfach mal einlagern. Und
ich jetzt da schon alle verbaut gehabt? Ich denke schon, oder? Oder hat da noch was gefehlt? Ich gehe nochmal gucken. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also hier sieht es auf jeden Fall so aus. Und auf der anderen Seite gucken wir auch nochmal. Kann sein, dass der übrig war. Ja, der war übrig. Gut, dann könnte man das auch theoretisch einlagern. Ah, gut, es ist hier wieder die Situation, dass der Zaun nicht passend hinpasst. Das ist der sinnvollste Zaun, den ich jemals gebaut habe. Ja, da bleibt sowieso eine Lücke, bis wir Parkplatz 3 haben. Und hier habe ich keine Verbindung jetzt geschaffen. Nice. Bester Zaun aller Zeiten. Gut. Wir brauchen auch noch Pflanzen. Nicht gerade wenig. Oh nein, ich höre den alten Opa schon wieder. Ich finde ihn jetzt hier doch am helllichten Tag sowieso nicht. Es hört sich wieder an wie so. Hier die Richtung. Ich höre den doch. Ich sehe den aber nicht. Da. Hey, get the hell out of here. Er hat einen Reifen in der Hand. Ja gut, die fahren auch mit 3 Reifen vom Parkplatz. Oh Mann, das ist kacke. Du kannst den einfach nicht orten. Wir standen hier. Der hat da drüben an dem Auto rumgemacht. Und es hat sich angehört, wie als hätte er hier an einem Auto geschraubt. Das ist so kacke. Das ist echt schlecht. Man hört nie genau das Geräusch von dort, wo der Typ ist. Und tagsüber siehst du auch einfach die Lichter nicht leuchten. Nimmst du nicht wahr. Naja, so ist es. Vielleicht wäre dann hier so ein Wachmann langsam gar nicht so schlecht. Weil der sieht den direkt, der weiß genau, wo der ist. Der rennt da einfach gezielt hin, macht Putz und dann ist gut. Ich sammle gerade mal wieder ein bisschen Müll. Wo wird hier gerade gehupt? Oh. Och nö. Komm, ihr werdet euch doch bestimmt einig hier, oder? Ich möchte jetzt nicht... Das sind die billigeren Parkplätze. Tschüss. Nicht überfahren. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei 3000. Jetzt habe ich wieder die Überlegung, ich wollte eigentlich gerade Pflanzen oder Zäune bestellen. Für 4500 könnten wir hier die Straße fertig machen. Dann wären wir da komplett und könnten theoretisch den nächsten Parkplatz kaufen. Hm, den Hightech-Parkplatz. Hm. Es fehlen nicht mehr viele Fahrzeuge, deswegen. Dann hätten wir das schon mal fertig. Und dann könnte ich das ganze Geld, was wir kriegen, erstmal hier für die Deko investieren, für Dächer und dann halt... Da hinten oder halt dann da. Hightech-Parkplatz klingt auch sehr interessant. So, wir sind bei 3989. Jo, lauf doch durch mich durch. 3989. Das ist doch schon mal ein schöner Wert. Das ist im Lager, das ist im Inventar. Das Inventar machen wir gerade mal leer. Hier drinne bräuchte man auch unbedingt mal eine Heizung und eine Lampe. Wir haben immer noch die Feuertonne hier drin stehen. Ja, das Schöne ist, dass der teure Parkplatz gerade wieder ziemlich voll ist. Der günstigere Parkplatz auch. Oh, wieder mal Müll. So, 4250. Ja, wir machen jetzt erstmal die Straße fertig. Dann haben wir das schon mal bei dem Parkplatz komplett. Das ist auch für die Reputation ganz gut, ganz sinnvoll. Weiß nicht, ob der Parkplatz dann auch nochmal vom Wert steigt, ich glaube aber nicht. Keinerlei Geduld wieder, sehr geil. Sehr geil. So, 4620. Kommt jetzt gleich noch ein Auto? Ich hätte gerne noch, dass einer durchfährt, bevor ich hier die Straße ausbaue. Damit... Oh, Lady hier. Hi, Tai Tai. Schön die Hände bewegen.
Und King Kong läuft wieder durch die Gegend. Das ist. Ich finde die Animation schön. Genau. Da parkt nochmal jemand. Kann jetzt mal wieder irgendjemand hier vom Strand wegfahren und ein Ticket bezahlen? Okay, da fährt jemand weg. Finde ich gut. Vielleicht fahren die alle nachher zur gleichen Zeit weg und da hat wieder jemand nicht geguckt beim Rausfahren aus dem Parkplatz. Wie viele Unfälle hier einfach passieren. So, 4.822. Jetzt haben wir genug Geld auf jeden Fall, die Rechnung für den Förderer zu bezahlen und um hier den Ausbau zu finanzieren. Hightech Area kostet jetzt 3.000. Ist eigentlich gar nicht so extrem viel. Ich würde jetzt aber wirklich erstmal wieder das Geld, was wir reinbekommen und was wir dann haben, hier in den Ausbau der Parkplätze investieren. Ja, hier ganz viele Blümchen hinsetzen. Das würde ich vielleicht auch erstmal machen. Okay, die Parkplätze hier kosten jetzt 22,60 die Stunde und hier die 22,20. Also sind auch jetzt wieder teurer geworden durch den Ausbau und durch den Ausbau. Alles klar. Ja, ich würde jetzt hier, wie gesagt, erstmal die Pflanzen hinsetzen, weil dann steigt die Reputation ja nochmal nach oben. Und vielleicht haben wir dann schon genug Reputation, um hier wieder weitere Dinge zu tun. Ja, Level 5 und so. Das wäre auf jeden Fall der Knüller. Dann könnte man direkt die teuersten Dächer hier hinstellen auf dem Parkplatz. Und hier brauchen wir auf jeden Fall ja die Dächer, weil wir haben ja kein Parkhaus, was wir bauen. Also soweit ich weiß nicht. Ja, einfach nur Parkflächen und hinten dann Hightech Area, da gibt es dann moderne Parkanlagen. So, wir haben 1506 Geld wieder zur Verfügung. Finde ich gut. Dann gehen wir hier gerade aufs Geschäft mal drauf, beziehungsweise auf den Shop. Und dann würde ich jetzt hier Dinge bestellen. 20 mal das vielleicht. Oh, das ist ein bisschen viel Geld. Ja, hallo? Hey, get the hell out of here! Schnell wieder wegpacken, wie als wäre nichts gewesen. Einmal hier so kurz. Putz! Und dann war was? War da jemand? Nö. Wir haben schon wieder 806 Geld, finde ich gut. Wo bleibt denn unser... Da ist er doch. Da ist unser Lieferant. Ja, moin. Genau, 20 mal die werde ich... Oh, ich kann die doch mittragen. Und die auch alle. Ja, nice. Ja, komm, wir warten jetzt erstmal wieder. Ich baue erstmal oder stelle erstmal die ganzen Bäumchen dahin. Und dann machen wir die nächste Bestellung. Also wir brauchen auf jeden Fall hier einen. Weiß, rosa, weiß. Zack. Weiß, rosa, weiß. Zack. Weiß, rosa, weiß. Zack. Oh, das hat sogar vom Abstand einigermaßen gepasst. Weiß, rosa, weiß. Zack. Weiß, rosa, weiß. Zack. Ja, das ist unsere Blumenreihenfolge. Für alle, die es noch nicht wissen, nicht wundern. Weiß, rosa, weiß. Zack. Jetzt wieder so ein schönes Muster hinbekommen. So. Na gut. Weiß, rosa, weiß. Bäumchen. Weiß, rosa, weiß. Bäumchen. Weiß, rosa, weiß. Bäumchen. Der Abstand passt nicht so ganz, aber wird schon irgendwie hinhauen. So, hier machen wir es einfach so und so. Dann auch das nochmal hier. Und dann hier weiß, rosa, weiß, zack, weiß, rosa, weiß, zack, weiß, rosa, weiß, zack. Oh, das passt nicht so ganz. Dann ziehen wir das einfach nochmal so ein bisschen auseinander. Übrigens, je mehr Pflanzen ich hier unterbringe auf diesem Stück, desto teurer werden die Parkplätze. Ach so. Ja, gut. Versicherung und so. Für Schäden bezahlen, 300. Es tut mir leid, ich habe den Opa erst zu spät gesehen, habe dann erst eine übergezogen. Sorry. Hat uns jetzt 300 gekostet, der Reifen. Das Geile ist halt, dass er jetzt einfach mit drei Reifen wegfährt. Finde ich super. Na dann. Setzen wir mal die Blümchen. Wer hat jetzt schon wieder gehupt? Ah, hier. Weiß, rosa, weiß. Weiß, rosa, weiß. Weiß, rosa, weiß. Weiß, rosa, weiß. Weiß,
rosa, weiß. Gut, mehr habe ich von denen jetzt nicht. Müssen wir wieder bestellen. Wir haben aber auch schon wieder 2000 Geld zur Verfügung. Ja, ich bin am Überlegen mit der Reinigungskraft, aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht dringend. Kostet nur wieder viel Geld. Investieren wir lieber erstmal in Blumen. Ich glaube, die Hecke hatten wir auch damals im Let's Play drin, als wir in der Stadt das Parkhaus gebaut haben. Oh, wir können sogar Palmen. Die ist neu. Die gab es, glaube ich, vorher nicht. Das Zeugs gab es alles. Aber die Palme ist neu. Aber ich finde, die bringt einen recht wenig. Aber die könnten wir dann später in diesem Sandstreifen vielleicht unterbringen. Wir haben ja zwischen den zwei Parkplätzen diesen Sandstreifen. Wenn wir da vielleicht so eine Palme reinsetzen. Oder einen Streifen Palmen. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Dann finde ich das, glaube ich, ganz cool. So, sind wir bei 2500 Bestellkosten. Ist erstmal okay. Nehmen wir einfach erstmal so. Wisst ihr, wo ich meine? Und zwar hier. Dort. Es kann aber... Ah, das kann hier sein... Weil hier drüben kommt ja 100 pro dann noch so ein so ein Bürgersteig hin. Da kommen ja noch so Pflastersteine hin oder so. Das kommt da 100 pro hin und bestimmt auch hier. Wobei das hier eigentlich recht wenig Sinn hätte, weil da läuft eh keiner entlang. Hm. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Wenn ich da jetzt Palmen kaufen würde und dann kommt dann später so ein Weg hin, das wäre irgendwie merkwürdig. Okay, kann ich gerade nicht mitnehmen. Lassen wir also erstmal hier. Bauen wir einfach erstmal hier die weißen Pflanzen weiter. Wo waren wir denn? Wir waren hier. Weiß, rosa, weiß, weiß, rosa, weiß, weiß, rosa, weiß. So, da ist der Abstand ein bisschen größer geraten. Weiß, rosa, weiß. Weiß, rosa, weiß. Das muss alles nicht so hundertprozentig akkurat sitzen. Das fällt einem nämlich später, wenn hier alles fertig ist, gar nicht mehr auf. Und sieht so oder so dann schön aus. Genau, da kommt erstmal die andere hin, dann weiß, rosa, weiß. Also hier muss die ungefähr hin. Die andere Pflanze, dann wieder weiß, rosa, weiß. Mehr habe ich nicht mehr. Dann können wir mit rosa mal weitermachen. So, Strom ist wieder ausgefallen. Verdammt. Ist mal lustig. Das Licht geht immer erst ganz kurz an, dann wieder Stromausfall und dann zack, geht's erst an. So, hier fehlt auch noch rosa, sehe ich gerade. Ah, da drüben auch noch. Da ist auch noch ein Dackicht. Da fehlen auch noch die anderen. Okay. So, schnell durch Lauf. Das und das. Da kommt dann eine hin. So, die andere Pflanze. Weiß. Rosa, weiß. Andere Pflanze. Müsste hinhauen. So, andere Pflanze. Weiß. Rosa. Okay. Mehr habe ich nicht. Gut, müssen wir gerade mal ins Lager schauen. Da haben wir noch von diesen Eckpflanzen hier noch ein bisschen was da. Beziehungsweise die wir hier an die Ecken gesetzt haben. Oh, wir haben 5545 Geld. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir können Dinge tun. Aber ich will jetzt erstmal hier die Pflanzen weitersetzen. Und dann schauen wir weiter. So. Die wollte ich jetzt erstmal weitersetzen. Und hier eine hin. Dort. Dort auf jeden Fall auch. Und ja, weiß, rosa, weiß. Zack. Weiß, rosa, weiß. Zack. So ungefähr müsste hinhauen. Da kommt dann so eine hin. Da kommt noch so eine hin. Rosa, weiß. Ja gut, so ungefähr.
Dort kommt eine hin. Und dort kommt eine hin. Hat sogar jetzt genau gepasst. Super. Also, was fehlt jetzt noch? Was brauchen wir jetzt hier noch? Weiß. Weiße Blümchen und rosa Blümchen. Fehlt beides noch. Also können wir davon nochmal einen Schwung bestellen. Geld haben wir ja. 6.605 jetzt mittlerweile sogar. Und wir haben schon wieder ein Graffiti hier an der Wand irgendwo. Wo haben wir denn das? Hier. Kann man nicht richtig lesen. Sieht nach einem komischen Bildchen aus. Ich guck mal so. Ich würde gerne ein bisschen wegschauen, aber ich denke mal, man erkennt eh nicht so viel da drauf. Ich kann aber nicht. Oh, verdammt, jetzt muss ich. Ich gehe einfach näher dran. Machen wir es so. Es sieht man nicht ganz so viel. Naja, man muss nur irgendeine Lösung finden. Gut, wir haben es weg. Wir haben es weg und 212 Müll. Ich bin ja echt dafür. Wir holen uns eine Putzkraft. Wir holen uns eine Putzkraft. Dann habe ich die Reputation immer auf einen schönen Wert. Mitarbeiter, Cleaner. Beziehungsweise lassen wir auf Auto. Und Sicherheitskraft holen wir auch dazu. Komm, wir ballern jetzt mal voll hier die Angestellten raus. Pflanzen. Pflanzen. Braun von den Weißen noch, haben wir gesagt, und von den Rosen. Und nicht drüber aufregen, wenn ich jetzt hier einfach so viele kaufe. Das ist im Grunde genommen egal, weil wir haben später eh noch eine weitere Parkfläche und da muss ja auch wieder dekoriert werden. Wir haben hier noch den kompletten Grünstreifen, der muss auch noch dekoriert werden. Da brauchen wir auch noch Bänke, Pflanzen und was weiß ich. Da muss noch alles hin. Also das ist, wie gesagt, erstmal egal. Noch brauchen wir das Zeug so oder so. So, da hinten kommt der LKW angefahren. Boah, jetzt natürlich hier Büro ausbauen, wäre auch eine nice Aktion. Komplett sinnlos an sich, glaube ich. Außer, dass es Reputationpunkte gibt. Ich meine, so viel haben wir eh noch nicht zusammen. Das ist aber, das wäre cool. Ich weiß aber nicht, ob ich den auch betreuen muss. Oder ob ich da einfach jetzt jemanden hinstelle und der kann dann da Dinge tun. So, hinausgehen. Die weißen Pflanzen. Fangen wir erstmal mit denen an. So, weiß, rosa, weiß. Weiß, rosa, weiß. Weiß, rosa, weiß. Weiß, weiß. Ja, dann haben wir das soweit schon mal ganz okay fertig. Mit den weißen Blumen, dann brauchen wir noch die rosanen. Okay, das war jetzt schön schief, aber egal. Das ist eher alles kreuz und quer, soll einfach so ein bisschen wild gewachsen aussehen, aber trotzdem mit Muster. Das Ziel haben wir erreicht. Passt. Gut. Gut, gut, das ist der schöne Weg zum Strand. Ja, hier wollte ich, wie gesagt, vielleicht Palmen reinstellen, das sehen wir aber dann. Da ist die Sicherheitskraft, der Pförtner. Hier sprüht jemand, Herr Sicherheitskraft. Der rennt die andere Richtung. Hey, get the hell out of here. Da ist die Reinigungskraft, der räumt jetzt hier weg. Wir haben minus 232 Reputation wegen dem Müll. Das heißt, wenn der mal weg ist, wenn die Reinigungskraft hier alles weggeräumt hat, dann bin ich glücklich. Jetzt kommst du angelaufen. Ja, es gibt direkt eine Abmahnung am ersten Tag. Wir haben 7.445. Cool. Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir noch in der Folge kaufen? Machen wir. Schauen wir uns mal an. Wir können ja dann Surfboards kaufen. Genau, der ist da hinten jetzt gelandet. Habe ich mir schon fast gedacht, dass der hier landet. Hallo. Okay. Ich denke mal, wir werden jetzt hier ganz viele Surfbretter kaufen müssen und müssen immer gucken, dass der hier genug Vorrat hat. Weil wir können ja Surfbretter kaufen. Wir probieren's. Wir schauen mal danach. Wir kaufen einfach mal ein paar. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die sind. Geschäft. Geht eigentlich. Das habe ich jetzt wirklich schlimmer erwartet. So, haben wir 2000 ausgegeben. Dann müssten wir genügend haben für den Shop.
So, die Blümchen würde ich jetzt auch erstmal hier ins Lager schmeißen. Die brauche ich jetzt im Inventar nicht so wirklich. So, alle. Einmal alle und Transfer. Genau. Ja, aber ein nicer Surfshop. Sieht cool aus. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich auch das bewirken wie der Snackautomat in der Stadt, dass die Kunden einfach länger auf dem Parkplatz stehen und somit mehr Gebühren berechnet bekommen. Dass wir dann so vielleicht noch ein bisschen Gewinn einfahren können. So, offene Lagerung. Wir nehmen jetzt einfach mal die ganzen Bretter mit. Alles, was ins Inventar passt. Müsste aber eigentlich alles passen. Also vom Gewicht her sieht es auf jeden Fall so aus. So, da haben wir auch schon alle. Ich war immer noch minus 136, was die Sauberkeit betrifft. So, kann ich dir irgendwie Surfbretter geben? Ein Surfbrett aufstellen. Au! Okay, da haben wir gleich... Wir haben gleich alle hingestellt. Alles klar, und du verkaufst die jetzt? Er guckt irgendwie nicht sehr begeistert. Kann ich hier den Strom ausknipsen? Ja, schön. Surfbrettverleih. Wie das da genau dann vor sich geht, werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich denke mal, ihr habt es schon geahnt. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Genau, würde dem Kanal ultra weiterhelfen. Dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und ja, falls ihr zufällig gerade auf der Suche seid nach Spielen, könnt ihr mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr oben ein Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming. Könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen, wenn ihr es über diesen Link macht. Unterstützt ihr auch gleichzeitig hier den Kanal. Für euch kosten die Spiele dann trotzdem nicht mehr. Ja, dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.